Ein Mann sitzt mit seinem 17-jährigen Sohn im Zug und der Sohn schaut die ganze Zeit aufgeregt mit großen Augen aus dem Fenster und fragt den Papa: Papa, da vorne, ist das eine Kuh? Und der Vater lächelt und sagt: Ja, das ist eine Kuh. Und der Sohn fragt wieder: Und da vorne, ist das eine Tanne? Und der Papa lächelt wieder und sagt: Ja, das ist eine Tanne, mein Sohn. Und viele, viele Fragen des Sohnes folgen. Was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Baum? Und irgendwann kommt ein anderer Fahrgast auf die beiden zu und sagt zum Papa: Entschuldigung, aber das Verhalten Ihres Sohnes ist schon ein bisschen merkwürdig. Vielleicht sollten Sie ein Krankenhaus aufsuchen. Die Medizin macht doch große Fortschritte. Und der Vater ist ganz ruhig und lächelt und sagt: Von da kommen wir gerade. Mein Sohn war 12 Jahre blind und kann erst seit wenigen Tagen wieder sehen. Der Mann, der senkt ganz beschämt den Blick, kommt irgendwann zum Sohn und sagt: Ich möchte mich bei dir entschuldigen und bedanken. Denn du hast mir gezeigt, dass ich vieles Wertvolle gar nicht mehr sehe und für selbstverständlich erachte.